Vielleicht stellst du dich gerade mal kurz vor für unsere Community oder so. Woher, also ich kenne dich ja sowieso schon aus Erwin-Streams und ich glaube, ich meine auch Kasper hat sich mal, hat mal auf dich reagiert, meine ich, mich grob zu erinnern. Nein, nein. Nicht? Hat er nicht. Er hat's mal angesprochen. Ich habe ein Video gegen ihn und gegen Holger gemacht, also gegen die beiden zusammen, weil Holger an der Honigwabe zu Gast war. Und Kasper meinte dann, meine Videos seien zu kompliziert, um darauf zu reagieren. Zu kompliziert? Warum zu kompliziert? Wegen der Wirtschaftsthematik oder in welchem Bezug? Also nehme ich jetzt mal an. Weiß ich nicht. Er meinte nur, es sei zu kompliziert. Also er hat auf diese ganzen ökonomischen Argumente immer wieder reagiert, deswegen verstehe ich nicht, warum auf mein Video nicht reagieren wollte. Aber also als er auf Erwin reagiert hat, der die gleichen ökonomischen Argumente gebracht hat wie ich. Ich habe halt noch ein paar Studien und so dazu rausgesucht, weil das bei mir halt ein vorbereitetes Video war und bei Erwin halt ein spontaner Stream. Ach so, okay. Warte, ich muss das mal hier zuschneiden noch. Ja, ich weiß ja, beim Thema Wirtschaft, da bist du voll drin. Ich habe schon Star drauf angesprochen, weil er von uns auch, sage ich mal, derjenige ist, der wirtschaftlich vielleicht am meisten bewandert ist. Aber er hat auch gesagt, nee, der ist mir da zu sehr drin, da hätte ich, glaube ich, keine Chance. Ja. Yes, das Ding ist halt, ich habe mal die ersten 5 Sekunden oder sowas halt mal von einem Video angeschaut. Ich selbst habe noch nicht richtig viel geschaut. Aber ich bin ein bisschen drin wirtschaftlich, aber am Ende, ja gut, dann erzählst du mir halt XY, am Ende sage ich ja, ich nehme das mal so hin, wie es ist. Das ist halt keine produktive Diskussion am Ende. Ja, aber das Thema Wokismus ist sowieso, denke ich, ein gutes Thema, worüber wir gut sprechen können, gemeinsam. Ja, wie wollen wir das denn, was wäre denn da so dein Standpunkt jetzt zu der Wokismus- oder Shoyoka-Thematik? Wie hast du das so wahrgenommen, das Thema? Ich bin darauf erst aufmerksam geworden, als Shoyuka versucht hat, andere Streamer wegzucanceln. Also ich habe das am Anfang gar nicht so sehr verfolgt. Das ist mir ja egal, wenn sich da ein paar Influencer wegen irgendwelchen Gaming-Preisen streiten. Ja. Aber wenn dort Leute von Twitch massenhaft gebannt werden sollen, die einige woke Streamer kritisieren, dann ist das schon relevanter. Und erst recht, wenn sich dann später Bundestagsabgeordnete und sogar die Amadeo-Antonio-Stiftung einschaltet. Sehr guter Punkt, das bringe ich nämlich auch immer wieder. So, ich habe es jetzt hoffentlich halbwegs gut hier eingestellt. Wir haben ja auch immer oft Leute, dann im Chat, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, die dann sagen, oh, ist doch nur Gossip, bla bla bla. Ich habe da immer dann den Take gebracht und ich sehe es auch so, dass es schon metapolitisch deutlich wichtiger ist, weil sie da wirklich mächtige Medienhäuser, vielleicht sogar Politiker oder was weiß ich, hinter sich hat, wie zum Beispiel die Antonio-Amadeo-Stiftung, oder Amadeo-Antonio, sorry, und halt, ich weiß nicht, mein MMO und was für Medien da überhaupt alles so mitmachen, da gibt man schon irgendwie ein unangenehmes Gefühl dabei, weil die auch diese Frames, die sie da bringt, 1:1 einfach übernehmen und Leute dann irgendwie diffamieren mit ihrer Reichweite. Ja, also dass sich da so große Medien einmischen, das ist ja eine Reaktion darauf, dass Shoyuka diesen Streit krachend verloren hat. Also die Wokies sind gerade dabei, eine metapolitische Niederlage auf Twitch zu erleiden und jetzt eskalieren sie das quasi auf noch einer höheren Stufe. Sie betteln bei Amazon bzw. Twitch darum, dass missliebige Streamer gesperrt werden und es mischen sich größere Institutionen ein, die letztlich die ideologische Legitimation für die Sperrung der Streamer liefern, indem sie jede Kritik an Shoyuka als Mobbing labeln. Ich habe auch letztens den Deutschlandfunk gesehen, der da einen sehr manipulativen Beitrag zugebracht hat. Ja, der Deutschlandfunk, das haben wir uns auch angeschaut vor 2 Wochen. Die sind generell auch in letzter Zeit sehr manipulativ aufgefallen, würde ich auch sagen, ja. Und da haben wir ja auch bei Freiraumred zum Beispiel gesehen, dass sie da auch irgendwie Freundschaften pflegt, da zur AAS-Stiftung, sage ich jetzt mal abgekürzt. Und ich halte das schon für ein gefährliches Thema. Ich sage dann immer wieder jetzt in letzter Zeit, naja, ihr müsst es so betrachten. Eine Shoyuka ist quasi der Shlomo der Vogue-Bubble. Sogar noch wichtiger und mächtiger, weil sie halt da wirklich Medien hinter sich hat. Und deswegen ist das ein Thema, mit dem man sich tatsächlich beschäftigen sollte. Und ich glaube auch nicht, dass diese Person einfach in Anführungszeichen dumm ist, wie es viele sagen. Sondern das, was sie tut, auch wirklich jetzt bewusst tut, weil sie da vielleicht, was weiß ich, ein Gamergate 2.0 oder irgendwie sowas künstlich konstruieren möchte. Würdest du da mitgehen oder wie würdest du das einordnen? Ja,
absolut. Da braucht sie nicht mehr persönliche Kontakte. Es reicht völlig, dass die Wokisten merken, dass sie hier in der Defensive sind und das dann, wie gesagt, auf einer höheren Ebene eskalieren. Also da braucht Shoyuka nicht mal persönlich Kontakt zu irgendwem, sondern es reicht völlig aus, dass da Bundestagsabgeordnete sehen hier bei den jungen Leuten, die gehen uns auf die Barrikaden, da schwimmen uns die Fälle davon. Wie retten wir das jetzt irgendwie? Und wie siehst du so diese die Gegenseite jetzt von den Argumenten? Wie tief bist du in dem Game eigentlich drin? Seit wann verfolgst du dieses Thema? Frage ich erstmal so. Also so am Rande mitbekommen tut man es ja automatisch, wenn man YouTube-Videos oder so guckt. Also ist ja bei KuchenTV beispielsweise dauernd Thema gewesen. Mhm. Aber richtig aktiv mich daran beteiligen tue ich erst seitdem Shoyuka in jüngster Zeit versucht hat, Nemesis, Jay Riddle und KuchenTV zu canceln und das bei Nemesis und KuchenTV auch erfolgreich bzw. teilweise erfolgreich geschafft hat. Nemesis ist mittlerweile wieder entbannt, aber der war jetzt für ein paar Tage auch weg. Oder wie lange war der weg? 2 Tage wegen eines DCMA-Strikes, für den es sachlich gar keine Begründung gibt. Also Nemesis hat sich dabei aufs deutsche Zitatrecht berufen und nachdem ist es völlig legal, auf Werke von anderen zu reagieren. Sonst wären ja alle Reaktionsvideos illegal. Richtig, richtig. Finde ich auch irgendwie krass, ne, dass man da einfach einen wegstriken kann. Ich meine, Dara hat das doch auch mal gemacht bei, war es bei Skurrus vor ein paar Monaten? Bei KuchenTV. Oder auch bei KuchenTV, okay. Ja, also das ist auch irgendwie immer gefühlt eine Bubble, die dann auch zu solch ekligen Mitteln greift. Man könnte munkeln, weil sie es müssen. Jetzt nicht aus. Ja, exakt. Der Kern dieser Handlung liegt nicht in irgendwie persönlicher Verdorbenheit von diesen Streamern, sondern in ihrer Ideologie. Also diese Woke-Ideologie, die hat im freien Diskurs, die hat da keine Chance, sich durchzusetzen. Wir sehen ja bei Shoyuka, wenn sie für irgendetwas kritisiert wird, dann sagt sie, das ist eine antifeministische Hetzkampagne und passiert nur, weil ich eine Frau bin. Also 95% aller vernünftig denkenden Menschen sagen dann, was läuft eigentlich schief mit dir? Und wenn man da nur mal diesen freien Diskurs hat, dann verliert die Woke-Bubble. Das heißt, wenn sie irgendwie einen Punkt sich erzielen will, dann muss sie diesen freien Diskurs irgendwie unterdrücken. Ja, der genau. Freie Markt der Ideen ist ein Risiko für sie. Ja. Ja, es das ist Ding halt so, ist halt so, hier. Oder mach du. Entschuldigung. Ich würde sogar. Das große Risiko, was hier halt besteht, wir haben einen Kuchen, wir haben einen Scores und alle möglichen, die sich klar gegen eine Shoyuka stellen und im Fall einen Scores ja auch ganz klar gegen die Woke-Bubble. Das Problem ist hier, man muss halt auch dann einen Kuchen oder einen Scores stärken, weil wenn sie einknicken, wenn wir jetzt vorstellen, einen Kuchen mit 1 Million an Abonnenten oder auch einen Scores, wenn die einknicken, wird kein anderer Normie mehr selbst sich wagen, die Schnauze zu öffnen, weil dann kommt eben eine Shoyuka und fährt da einmal drüber. Wenn sie es schafft, bei einem Kuchen einmal rüberzumähen, wieso kann sie es dann nicht bei jemandem anderen? Dann haben wir Twitch verloren. Vor allem bei Gronkh ist es ihnen ja gelungen, dass sie bei der Hogwarts Legacy-Debatte, mit der hatte das alles ja mehr oder weniger angefangen, geschafft haben, ihn dazu zu zwingen, ein Spiel nicht zu spielen. Also in eigentlich eine sehr private Entscheidung ziemlich radikal einzugreifen. Der Gronkh wurde weggekackt, komplett. Es ist ja, und das Ziel war ja auch gar nicht Gronkh, sondern das primäre Ziel war, dass andere Streamer überhaupt erst gar nicht auf die Idee kommen, dieses Thema aufzumachen, um sich halt keinen Ärger einzuhandeln. Deswegen diese Shitstorms, deswegen dieses sehr aggressive Vorgehen. Das Ziel sind nicht diejenigen, gegen die der Shitstorm läuft, sondern die 10 anderen Leute, die dafür eingeschüchtert werden. Man muss halt auch bedenken, der Gegenwind gegen Shoyuka ist so groß, dass selbst ein Dekadent sich gegen Shoyuka gewendet hat. Wie würdest du das einordnen? Also Dekadent hat sich ja, das ist jetzt auch schon 1-2 Monate, glaube ich, her, da hat er sich ja auch so ein bisschen ausgesprochen gegen sie, nicht im Sinne von, oh, sie ist doof, sondern er hat gesagt, der Take war vielleicht nicht der beste und das hat sie ja dann nicht so gut aufgenommen. Gegen Shoyuka, gegen eine Frau, genau. Als Mann. Das ist wohl das Verbrechen, was du in der Szene machen kannst. Ja, das war, weil sie den Veganismus kritisiert hatte. Das ist so eine kleine inhaltliche Auseinandersetzung, die auch nicht groß zum Tragen gekommen ist. Also bei den großen Linien sehen wir ja, dass all diese anderen Woken-Streamer, daran Neitern, wie die alle heißen, sich weiterhin vorbehaltlos hinter Shoyuka stellen. Also das ist keine große Verwerfung. Ich würde da nicht sagen, dass wir da ein dauerhaftes Auseinanderbrechen der Woken-Szene erleben. Ganz kurz, unser dritter Co-Host oder so, der ist gerade dazugekommen. Sie hat sich auch angekündigt, sie wollte unbedingt bei dem Talk dabei sein. Deswegen ist sie jetzt nochmal dazugestoßen. Hallo Panda.
Hallo, entschuldige die Verspätung. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Schön, euch hier wieder vereint zu sehen. Hallo, lieber Gast. Ja, sei gegrüßt. Freut mich sehr. So, ich habe jetzt natürlich alles verpasst, aber ich bin schon gespannt, was hier alles so passiert. Genau, also wir reden gerade über Wokismus auf Twitch. Ganz explizit die Woke-Bubble, Shoyoka, Dekadent und Co. Ja,